stehen hier als wenige von vielen und strecken unsere leeren Hände aus. Das Theater Dessau gehört zu den größten Bühnen Europas mit einer langen Geschichte. Es ist eine Attraktion weit über die Region hinaus. Seit Monaten ist es allerdings Schauplatz eines kulturellen Desasters. Das Land Sachsen-Anhalt muss sparen, auch beim Theater. Schon in diesem Jahr soll es 3 Millionen Euro weniger an Zuschüssen bekommen. Das heißt, das Vierspartenhaus muss 2016 Schauspiel und Ballett schließen. Momentan schieben sich alle Beteiligten gegenseitig die Verantwortung zu. 2009 hat André Bücker die Leitung des Theaters übernommen. Seitdem sind die Besucherzahlen gestiegen und die überregionale Beachtung. Und jetzt der Abbau im Hauruck-Verfahren. Es wird mit der Brechstange, werden hier 250 Jahre alte Strukturen kaputtgeschlagen. Anders kann man es nicht sagen. Man muss es wirklich in aller Deutlichkeit auch so formulieren. Und dafür ist der Kultusminister verantwortlich. Seit 10 Jahren weiß man im Grunde genommen, es gibt ein Strukturproblem. Die Finanzen reichen nicht aus. Und da ist natürlich die Stadt dann auch gefragt, als Träger Konzepte zu entwickeln. Wie gehen wir damit um? Es ist halt so, das Land hat eben gekündigt und spricht eben von der Gleichbehandlung der Theater und dem haben wir dann versucht eben zu antworten mit dem sogenannten Dessauer Modell, eben Musiktheater mit einem Angebot von 4 Sparten, aber eben ohne ein festes Ensemble im Ballett und Schauspiel. Das hat alles überhaupt keinen Sinn und Verstand, aber man hat sich jetzt entschlossen, das durchzuziehen, um es zu entscheiden, um etwas entschieden zu haben. Das meint man hier in Sachsen-Anhalt wäre Politik. Tomasz Kajdanski, Ballettdirektor des Theaters, ist 1979 der sowjetischen Diktatur in Polen entflohen. Die deutsche Kultur habe ihn gerettet, sagt er. Jetzt sorgt er sich, dass seine Tänzer Dessau verlassen müssen. Wir haben 14 internationale Tänzer. Sie kommen von verschiedenen Seiten der Kultur. Und ich sehe in ihre Gesichter eine riesige Frage zeichnen. Wie ist das möglich, dass ohne fremde Hilfe in Deutschland, freies Deutschland, das Deutschland mit so einer riesigen kulturellen Tradition hat, so ein Abbau findet statt, ein kultureller Abbau. Die Tänzer fragen sich, ist das Geld alles? Ist das das, was in Deutschland das Prioritativ ist? Die haben sich integriert in der Stadt. Stadt ist nicht nur ein Gebäude wie ein Gruppiushaus oder Kandinsky. Es sind Menschen in dieser Stadt. Ich meine, das klingt sehr sentimental. Wir haben in diesen 5 Jahren etwas bewirkt hier. Wir haben Menschen in Altersheime, so in Kindergarten, zum Weinen und zu Lachen gebracht. Und wir sind eine gesunde Institution. Ballett hat eine super Auslastung und hat einen großen Zuspruch. Das heißt, die Fragezeichen wird immer größer und größer. Quo vadis, Domine, Sachsen-Anhalt? Aber das ist jetzt auch nicht Sache des Landes, hier konkret die Wie-Frage zu beantworten, sondern hier geht es darum, wirklich zu sagen, wir stellen Geld zur Verfügung. Aber was dann damit passiert, ist ja auch ein Stück künstlerische Freiheit. Doch wie viel bleibt noch von der künstlerischen Freiheit, wenn die große Dessauer Bühne nur noch von Gastensembles bespielt wird, statt von den in Dessau beliebten festen Ensemblemitgliedern? Wird das Theater mit seinen 1300 Sitzplätzen dann überhaupt noch voll? Das wird im einen Jahr besser, in dem anderen Jahr vielleicht nicht ganz so gut gelingen, aber insgesamt, glaube ich, sind die Voraussetzungen für Dessau toll. Gastierbühnen, wo man hingeht, gibt ja genug Bühnen, wo man dann einfach mal hingeht und dann kommt so ein Event und da habe ich ja nichts dagegen, aber ich glaube, dass einfach diese Stadt an Farbe absolut verliert, wenn diese Menschen, die ein Ensemble in diesem Haus ausmachen, einfach in dieser Stadt auch nicht mehr leben und dann ist die Nähe einfach da, sich auch für Kunst und Kultur zu interessieren, gar nicht mehr da. Wir machen viele Stadtprojekte, wir haben den Tatort Dessau, wo wir mit den Zuschauern durch die Stadt ziehen und Kriminalfälle lösen. Wir haben sehr politische Projekte gemacht, zum Fall Uri Jallo, also zu den Tod des Asylbewerbers und all das fällt weg. Das können Sie mit Gästen nicht leisten. Sie kaufen dann fertige Produkte ein und diese Produkte werden entweder funktionieren oder nicht. Katja Sieder ist seit 2010 Schauspielerin in Dessau. Sie sieht die Sparpläne des Landes für das Anhaltische Theater Dessau sehr kritisch. Ist eine Spielstätte, dann kannst du sagen, dann ist der Bau, die Bühne ist dann die Spielstätte, wo irgendwie mal Leute vorbeikommen und was spielen, oder? Weil da hatte dieses Haus ja keinen Geist mehr. Also es lebt ja davon, von den Menschen, die hier arbeiten. Dass dieses Haus
nur zukunftsfähig ist, wenn es alle Sparten erhält. Dass der Abbau von Sparten unweigerlich zum Tod dieses Hauses führen würde. Und das haben, glaube ich, alle begriffen. Alle, außer das Land. Doch letztlich entscheiden die Dessauer Stadträte. An ihrer Abstimmung hängt die letzte Hoffnung. Noch sind wir nicht tot. Also auch wenn so ein bisschen Fatalismus manchmal anklingt, den braucht man aber, um nicht irrsinnig zu werden. Doch lachen wir, doch gebettet